Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Runde GTA Online. Ich weiß gar nicht, wer die Anmoderation machen sollte, deswegen habe ich einfach mal die Chance genutzt. Ich bin jetzt famous und ihr seid jetzt natürlich herzlich eingeladen, in den Kommentaren schon mal einen Hate dazulassen. Natürlich nicht, scherzweise. Ja, der Benny ist natürlich schon wieder da. Ja, der du Benny ist da. Der, also, wir haben doch heute schon beim Meeting, habt ihr mich doch schon. Riech mal, ja. Dennis. Dennis, riech mal. Ich habe immer noch nasse Haare von der Toilettenspülung. Der 616-Player ist natürlich auch am Start hier in dieser Lobby. Der Tobi ist da, die Alchemisten sind da. Also auch der Flo von Moritz Santo. Ich kann auch noch wieder einen. Dings Gedöns. Das ist der Sarazas-Part. Und natürlich der Sarazas und der Currywurst, das elende Stück Wurst. Weiße. Und ja. Wie geht's euch denn heute? Wir machen heute Luftgeschwader um Los Santos LTS. Was würde passieren, wenn zwei Geschwader-Kampfjets in die falsche Hände geraten? Findest heraus beim Luftkampf bis zum Tod am Himmel über Los Santos. Last Team Standing mit zwei Teams. Du hast nur ein Leben, vergeude es nicht. So. Wunderschön. Ja, nun gut, gucken, nun denn. Kriegen wir hin. Nun denn. Ja, wir werden gewinnen. Definitiv. Wir sind alle ein Team, endlich, ja. Das scheint jetzt zu funktionieren. Außer der 616-Player, der ist beim anderen Team. Bin ich ja mal gespannt, was wir jetzt haben. Leider. 616 ist halt übergut. Ja, der Flo wird es natürlich jetzt raushauen, ne, wenn der Flo jetzt noch bei uns im Team wäre. Ja, das wäre es. Ja, wir machen ja eine Twitter-Session, muss man dazu mal sagen, ganz kurz. Und Florentine von Schlitz aus St. Moritz sitzt natürlich hier, also der Flo, weil er uns diese tollen Twitter-Fragen vorliest. Die reizende Sekretärin. Schieß doch mal los. Soll ich direkt mal anfangen? Der Hannes Plöger möchte gerne von euch wissen, was eure geilsten GTA-Momente bisher waren. Wenn ich mal nicht vom Server geflogen bin. Das stimmt. Nee, boah, wir hatten schon richtig geile Dinger. GTA Krieg war zum Beispiel übelst lustig. Oder die Challenges so in den ersten paar Folgen. Da war schon einiges Cooles dabei. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, die Challenges Juhu, ich hab'n Jet. Lustig. Also wenn echt so 20 Leute, nee, 16 gehen nur, ne? 16 Leute an einem Strang ziehen. Nee, wie viel gehen denn online? Alter! 16, glaube ich, oder? Hast du recht. Ja. Meine Lieblings-GTA-Folge war, als der Gromp mich fertig gemacht hat. Ja, das Bett, wo rausgelassen ist, der Erik, das war so geil. Ameisen 23 Folge, war auch legendär. Ja, absolut. Ich habe ja mal so ein Best-of gemacht, ich habe so geheult, weil ich mir die ganzen Ausschnitte nochmal angeguckt habe. Die ganzen Folgen, das ist krass, was eigentlich schon alles so. Ich bin sogar ganz ehrlich, ich fand es sogar lustig, als wir mit Maf dieses Fußballspiel gespielt haben. Weil da halt einfach so krasse Beleidigungen gekommen sind, dass ich schon wieder lustig fand. Mit Tobi ist so leise bei mir. Was? Nee. Nee? Guck mal, Benni, hast du mich leise gedreht? Ja. Also wenn das so ist, dann möchte ich dir auch... Ja, du bist aber auch ein bisschen leiser bei mir jetzt sonst. Jetzt geht's aber. Was? Dann stell ich nochmal die Raketen um, Freunde. Alter, wieso ist der X, auch so X. Ja, der Walle... Ach, so war das. Was ist mit Walle denn auf einmal los? Walle, du hast einen Pegel von 4000 auf einmal, Alter. Komm mal klar, Sarazza. So Alter. Ja, weil er hat das Mikro gerade im Mund ab drin. Da oben. Ja. Ist jetzt wieder besser? Jo, ja, alles wieder gut. Okay. Oh Gott. Oh, ich habe jemanden erledigt. Weißt du? Ja, Sarazza, die Naske Alverde will wissen, ob du dich zur Gamescom wieder rasierst oder den langen Bart lässt. Ich bin schon rasiert. Ne? Du bist schon wieder rasiert. Auch im Gesicht? Hab ich doch vorhin gesehen. Nein! Also, was heißt komplett rasiert nicht, aber du wächst noch wie Unkraut. Du was? Also der Bart. Boah. Ach so, ich dachte, du bist dann Sting F480 will wissen, wo ihr alle gerne noch so hinreisen würdet. Also ich will auf jeden Fall mal nach Amerika. Ja. Aber da egal wo, oder hast du da einen bestimmten Spot? Nee, also so Großstädte auf jeden Fall, so New York, wobei mich auch halt sowieso Nevada interessiert, jetzt ein bisschen kostenmäßig so, dass ich schon geil. Nein, ich wurde getroffen. Wobei ich ein bisschen Angst vor dem Flug habe halt, ne? Ja, okay. Also ja, musst du irgendwann durch. Ich schwimme ja die Rakete früher. Oder so, es gibt ja echt, es gibt ja auch Kreuzfahrten. Ich schwimme halt wie so eine Folie dann einfach im Meer. Mit so einem Rettungsreifen um die Hüfte, Alter. Das ist ja Tobi so auf dem Atlantik, Alter. Treibt der Tobi so 6 Wochen durchs Meer. Kennt ihr so diese Mützen oder was ist, wo du so zwei Dosen reinstecken kannst? Ja. Dann kannst du das trinken. Diese Trinkhalmützen, ja. Ja, bitte zeichne jemand mal bitte so ein Bild. Wie das mit dem Schwimmreif. Ja, bitte. Ach ja. Mit Schwimmflügen. Guck mal, wie ruhig der ist. Ach, der Sarazza ist am Boden. Ich bin am Boden. Ach, ich bin auch tot. Ich bin auch tot. Nee, ich bin nicht tot, ich bin raus. Der 616 hat mich getötet. Du bist raus? Ja, ich hab aber verkackt. Ich spring auch mal raus. Curry springt auch raus. Ja. Was für ein gewitzter Kerl, sag mal.
Jetzt müsst ihr euch durch die Stadt. Guck dir das mal an hier, wie ich jetzt hier runter. Oh, geil. Dive. Ich verfolge dich. Und jetzt ins Wasser. Oh mein Gott. Skylex schießt auf mich. Oh! Komm schon, Lana. Nein! Also, der hätte mich fast umgeflogen. Denken an mich erledigt. Scheiße, mit dem Flieger, wenn ich gegen Skylex kämpfe. Wie mies war das denn? Boah, was ist hier los? Was? Ach, du bist tot. Ja, ich bin dann auch mal Geschichte. Ja, ich hätte eigentlich. Ich glaube, wir verlieren. Können. Ja, ganz leicht. Darf ich eine Breaking News reinbringen? Breaking News. Ja. Der gute Taros hat sein Zimmer jetzt innerhalb von zwei Tagen fertig aufgeräumt. Ja! mit seinem Köln-Bus. Applaus! Er ist körperlich total am Ende, sagt er. Ja, beim Taros kann man mal sagen, der Taros wohnt hier noch zu Hause und sein Vater ist so ein riesen FC Köln-Fan, ne? Der Vater von dem lagert alles in seinem Zimmer vom Taros und der hat sogar eine Lampe, also eine Deckenlampe vom 1. FC Köln, das musst du dir mal reinziehen. Weil Sascha muss ja Eintritt bezahlen, damit du in sein Zimmer kommst. Nee, aber ja klar, das ist natürlich, ist auch was das für einen Wert hat und lass es, was das für einen Wert hat. Über 400 Trikots oder so hat der. Aber du musst aber trotzdem mal überlegen, Tobi, wenn du da drin wohnst, Alter, und du siehst es jeden Tag, ich glaube irgendwann. Ja, wie eine Gehirnwäsche. Bist du halt irgendwann ein Sascha, ne? Außergewöhnliche Sachen finde ich aber irgendwie cool. Weiß ich nicht, ich finde sowas cool. Wenn einer dazu steht, so, warum nicht? Natürlich, ich sage ja nicht, das ist was. Also mich würde es aber nerven, wenn du immer wieder so, keine Ahnung, wenn in deinem Zimmer die Sachen von deinem Vater so hängen. Weißt du, was ich meine? Also. Die benutzten Kondome würden mich ein bisschen stören, aber sonst. Ja. Ja, die Mutter räumt eigentlich mal da auf, habe ich gehört, im Schlafzimmer, aber sonst. Da ist das Schlafzimmer das Zimmer von Taros. Ja. Oh. Weißt du, die Eltern liegen da so im Bett, sitzen da so im Bett und er sitzt so daneben am PC, Alter. Vati, ich bin unten ruhig. Junge, geil. Junge, mach ruhig weiter. Mann. Nehm ruhig auf. Sicher dir unseren Lebensunterhalt. Sei mal leise, Junge, ich will schlafen. Boah, ist ja Köln-Spiel. Haben wir noch eine Frage eigentlich bei Twitter? Ich meine, jetzt mir egal. Ihr anderen hattet keine Traumreiseziele noch übrig. Ja, doch, ich so wie der Tobi auch mal gerne in die USA. Ja. Boah, ich würde gerne mal nach Asien. Auf der Liste. Ich will mal nach Thailand. Thailand ist super geil. Was? Ja, wo ich mal gerne hin würde, ist die Malediven. Wo dieses Schweine ist. Aber langweilig. Oder ja, aber die Schweine zu sehen. Ja, Neuseeland ist oder Australien. Also es gibt viele. Ja, es gibt so Tokio. Alter. Oder sowas. Ja, aber Tokio, weißt du, Tokio will ich alles ist für mich noch so. Ist zwar, kann man hinfahren und so, ne? Aber ich finde, Tokio ist für mich so. Kann man hinfahren? Ist so hektisch einfach, weißt du, was ich meine? Das ist so übertrieben einfach. Es sind so viele Menschen auf einem Haufen. Keine Ahnung, ich finde so Neuseeland oder Australien. Da siehst du auch so schön, von, ja, von der Natur. So Großstädte. Da kann man mal gucken, weißt du, aber gut. Ja, in Japan gibt es ja auch schöne Natur. Da diese Kirschblüten und so. Ja, natürlich, aber nicht in Tokio. Nee, aber man entdeckt ja auch das Umland. Ja, wart ihr denn in ein bisschen Umland von Los Angeles? Wundern. Ach ja, klar, ja, Roadtrip gemacht, ne? Ja, gibt es denn, wenn man von Los Angeles nach wo seid ihr hingefahren? Einmal nach Vegas und einmal nach San Francisco. Genau, sieht man denn auch andere Sachen außer Wüste? Gibt es da auch Wälder? So richtige Wälder wie in Deutschland? Also an der Küste selbst schon, ja. Da, wo halt ein bisschen Wasser ist. Aber so im Landesinneren an der Ecke, da ist halt alles Wüste, das stimmt schon. Was hattet ihr denn für ein Auto? Ein Chevy, ja. Und der andere war ein GMC, ja. War so ein fetter Jeep. Und das andere war so ein Kleinwagen. Alter, die kriegen nichts gebacken. Was mich ja auch mal interessieren würde, es geht jetzt auch an die USA-Flieger, wie teuer war denn da das Internet im Vergleich zu hier? Und wie schnell war das? Sehr teuer. Aber es gab für unterwegs so kleine WLAN-Router, da hast du eine SIM-Karte reingemacht und hattest dann LTE und konntest dann mit Handy, Laptop, alles mögliche über WLAN dich verbinden. Ach krass. Und hat's dann unterwegs quasi auch das amerikanische LTE und das war gar nicht so teuer. Kann ich jedem empfehlen, der mal da ist. Aber warum? Du kannst in Deutschland hast du doch LTE direkt im Handy drin, da musst du doch gar kein WLAN in die. Ja, aber nicht mit deinem Anbieter aus Deutschland, weil die Roaming-Gebühren bei mir waren das irgendwie 1 Euro pro MB oder so, das will ja keiner bezahlen. Übel. Nee, 15. Hä? Guck mal, da kann man reinfahren? Stimmt, 15 bei manchen auch, ja. Alter, wo fährt der rein? Hä? Der versteckt sich da. Aber seit wann kann man denn da reinfahren? Vielleicht hat er sich Fahrfahren. Thunderfahrt, Raphael? HSV? Nee, Jefferson Fahrfahren. Achso, da, doch, da kann man reinfahren. Falke? Guck mal, Tobi, das ist genauso ein geiles Kühlchen wie du, Alter. Oh Gott. Der Endfight. Bitte was?
So nennst du das also. Wer hat denn da rumgeschleckert? Das war der Tobi. Das war der Sarazar. Rumgeschleckert? Nee, geschlackert. Schlackert. Ich glaube, vielleicht sollten wir noch eine Frage. Irgendwann hat den Propeller gemacht. Wer hat den Propeller gemacht? Uli Hoeneß. Nee, die nächste Frage. Ich habe mal eine Frage raus. Buchan Yu fragt, ob ihr Animes guckt und ob ihr da irgendwelche Lieblingsanimes habt. Nee. Oh. Gute Frage. Ja, ich schaue wieder ganz gerne mal ein Anime. So ein Ding, wo ich sage, das ist auch wieder schön, dass es da Leute gibt, die da so fanatisch nach sind, aber ich kann es nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn der Currywurst guckt, immer ist das nicht realistisch? Was gucke ich? Curry. Animes. Alter, das nimmt kein Ende, der Kampf. Das ist ja voll der ewige Fight hier. Eine Minute noch, dann haben sie es hinter sich. Nee, also bei mir war das immer früher so, mir glaubt ja immer noch nicht, dass die Pandora meine Schwester ist, aber das ist mir auch inzwischen voll egal. Aber früher war es ja so, die Pandora ist riesen Anime-Fan und dann war das immer auch so. Auch Cosplay, dass, ne? Ja, dass wir das irgendwie, also ich habe das früher immer so mitbekommen und so, weißt du, da gab's ja, was? Da gab's ja so Sachen wie, ich kenne mich da nicht so aus, auf jeden Fall hat die das schon sehr viel. Also ich finde Anime teilweise geil. Es gibt ein paar gute Filme. Ich finde Prinzessin Mononoke oder wie heißt der? Den fand ich ziemlich geil. Oder hier, Sailor Moon ist jetzt nicht so geil, aber es gab ja noch hier ja, die ganzen Zeichentrickkickers, Mila von Fukushima. Und so. Also ich habe schon einige Animes gesehen und geschaut und so. Also Anime, das sind aber Mangas. Mangas sind noch die Filme und Animes, die ja, Umgekehrt. Also, oder nee, andersrum, umgekehrt. Andersrum. Natürlich, ja. Mangas sind die Comics und Anime die Filme, genau. Aber wenn die geile Olle sich dann noch weiter so bückt, ne, muss ich aufhören mit der Aufnahme hier. Was halt ist gleich rum. Ja, Dennis wird, Curry, so sah die gestern übrigens auch bei mir aus, die für mich dann gekocht hat. Ich wusste es. Ist schon mal jemand von euch von einem Baum gefallen? Ein Baum, ja. Als ich früher Katze aber war. Mir ist nichts passiert. Ja, das erklärt, warum beim Benny diese... Obwohl doch, aber. Obwohl, doch, ich bin mal. Da bin ich so eine Böschung hochgeklettert und runtergefallen und mit der Hand so in rostige Nagel. Oh. So einmal durch. Das war nicht so geil. Aber der Benny war früher als Kind schon so ein kleiner Akrobat. Ja. Er hat immer nur die Sachen gemacht, die alle sich Benny, nicht getraut haben. Der Benny erinnert mich gerade an eine Geschichte. Kennt ihr diesen Zauberer mit diesen Bechern da, wo dieser Nagel drin war im Fernsehen? Ja, ja. Ja, aua. Da kann man dir mal erzählen, der war, das habe ich bei TV Total gesehen, der war irgendwo Frühstücksfernsehen oder sowas und dann hat er gesagt, ja, ich kann gut zaubern und so, hat er so drei Becher gehabt und ein Becher war ein Nagel, ne? So haut er auf den ersten Becher, nichts passiert, alles gut. Das war mega übel. Haut er mit voller Wucht auf den zweiten Becher und hat den Nagel im Fernsehen, also während das lief live, hat er bei den Nagel Center in der TV Hand gebohrt. War das, oder? Ja, irgendwie sowas, genau. Mhm. Und er hatte den Nagel dann in der Hand drin. Und mit dem Becher noch so, weißt du? Alter, das tat mir so leid, ey. Was du einfach scheiße für den. Aber keine Ahnung. Der hat's dann, glaube ich, hinterher auch mit Humor genommen, ne? Wenn du so ein Loch in der Hand hast, weiß ich nicht. Boah, das ist voll übel. Ja, vor allem, weil du so voll überzeugt, der hat ja volle Wucht da drauf geschlagen, weißt du, was ich meine? Was ist denn jetzt hier? Da war sich seiner sicher, ne? Ein Punkt zu Punkt, Punkt rennen. Schnell die letzten Aufputschmittel und Drinks schlucken, ein schnelles Fahrzeug schnappen und ab zum Flughafen, um ich bin rausgeflogen. Oh nein, Benny. War wahrscheinlich schon voll. Benjamin, du kleiner Elefant. Ja. Weiter? Ja, fahren Sie vor. Keine Ahnung. Otto. Bin auf Geschäftsreise, Leute. Hab ich nicht nötig. Otto, Herr Tierlieb. So heißt diese Mission, die wir jetzt spielen werden, liebe Freunde. Endlich mal wieder hier zurück bei GTA Online. Ja. Es ist ja eine Freude, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Ja, der Benny ist ja leider rausgeflogen, ne? Ja, ja, ich bin raus. Ich bin raus aus der Nummer. Benny! Macht's gut. Nicht weinen, Benny. No woman, no Benny. Was sagt ihr denn zu dem aktuellen Wetter in Deutschland? Immer Regen, Gewitter, Sonne. Also das war in LA auf jeden Fall schöner. Definitiv. Ja, du hast das ja noch nicht hier so mitbekommen, ne? Aktuell ist es ja so, wir haben immer Sonne mittags, dann kommt abends Winter. Doch, habe ich jetzt schon gesehen. Klar. Also, ja. Ich muss aber sagen, so langsam, also ich bin jetzt nicht so der Sommertyp. Ich meine, Sonne ist so schön und toll so, aber ich, also, ne, so langsam... Ja, Herbst finde ich eigentlich... Herbst und Frühling sind so die besten... Ich fühle mich am wohlsten, wenn es draußen schneit. Es war aber auch extrem schwül diesen Sommer hier, Alter, in Köln zumindest. Ich kann ja früher losfahren da hinten. Ich lasse jetzt mal alle vorfahren. Die alten Strolche. Alter, was ist denn hier los? Alter! Boah!
Alter. Wer ist denn gerade fliegen gegangen? Das gibt's nicht. Fliegen. Ich hab wieder einen auf der Lippe, aber seitdem... Tobi. Komm mal raus, Tobi. Mal vorbei, bitte. Nee, fliegen, danke. Komm, Tobi, hau raus. Gavin, geh mal bitte weg. Ja, Tobi, komm jetzt. Tobi, überholt. Mach mich glücklich, Tobi, hau raus, komm. Nee, mach mich glücklich. Nein, ich kann gleich nochmal sollte. Den kann man öfter mit dem Namen. Ich bin und Tobi, ganz viele... Ganz viele Leute fragen den Tobi auch, wie es mit Fallout eigentlich ist, wie jetzt da die Folgen kommen bei dir oder sowas. Warte, ich kann sagen, alle zwei Tage. Und dann nach und der Gamescom täglich. Los. Ach nee, das ist jetzt schon ein paar Tage her. Ja. Vor drei Tagen ging es los. Ja, genau. Ja. Tobi sagt, dass ich recht hatte. Ja, du hattest recht. Wisst ihr, ich bin nämlich ein treuer Fan vom Tobinator. Und ich bin Letzter. Und ich bin Elfter. Juhu! Und ich bin Dritter. Boah! Denken es auch raus. Komm, bleib steif. Was? Was? Ich meine natürlich den Wagen. Ja, ja, genau. Bleib steif. Das klang das irgendwie so einstudiert an. Wieder Eisprung oder was? Ja, ja. Weißt du, so hat der Walle sich also in die Clubs geschmuggelt in Los Angeles. Oh, fuck. Nein. Komm, bleib steif. Ich zahl mit Ladung. Was? Ich vermisse Dead Mouse. Oh, im Access Club, ne? Das war ganz schön. Ja. Eins, du es verstanden hab. Alter. Wie findet ihr eigentlich Mario Kart? Super geil, habe ich aber nur kurz gespielt. Würde ich gerne Let's Play von machen. Aber ich finde es ein bisschen kindisch und affig und billig, dass da jetzt ein Mercedes-DLC kommt. Den gibt es doch schon, oder? Oder dass es den schon gibt. Ich weiß, ich habe da nur Bilder dazu gesehen und dachte mir, okay, das ist eine Mod, aber das ist tatsächlich so, dass man dafür Geld bezahlen muss. Ja, aber da ist bestimmt auch Geld geflossen im Hintergrund. Ey, Tobi, aber ohne Witz, alleine Luigis Blick. Ja, 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 das Video ist geil, klar, aber ich dieser Mercedes-DLC, ich finde das irgendwie so ein bisschen... Luigis Blick, ja, was es da für eine Analyse gab, ne? Ja, ich hab so geheult. Luigi. Ich hab das Video 20 Mal oder so angesehen, ja, Alter. Ich hab so geheult vor Lachen. So falsche Richtung verarschen. Was? Ich kann den Dennis überholen. Ich hab den Punkt, ich bin einmal komplett um den Block gefahren, ich hab den Punkt vergessen. Oh Gott, Alter, ich bin vor Dennis. Ja, das ist auch keine Meisterleistung, Tobi. Ja, es ging mir vorhin genauso. Ich bin ja Letzter. Was ein Scheiß, Alter. Boah. Jetzt seh ich schon wieder, kommt da rein. No! Ich bin schon wieder. Boah, wow, mega asoziale Kurve. Nein. Alter. Boah, ist das Rennen mies. Die Geschäftsreise, ey. Haben wir irgendwann schon mal gemacht, oder? Bam, jawohl. Nee, also ich nicht. Nee? Nee. Aber es ist besser als dieses langweilige erste Level. Also die Luftschlacht war ja ein bisschen Low-Bob. Ja, das ist gegen Last Team Standing, ne? Ja. Hä? Ich bin einfach ausgestiegen. Ich auch. Was ist da los? Ich stehe bei irgendwelchen Pennern oder so. Was zur Hölle? Was war das denn? Ich hab keine Ahnung. Bei mir im Spiel sind auch gerade alle rausgeflogen. Hier in der anderen Sitzung. Hä? Ich glaube, es war ein GTA Online-Problem. Ach nee. Alter, alle ausgestiegen aus dem Auto einfach so. Ich stehe jetzt bei Roger, Alter. Bei Roger Roger. Nee. Roger Rogerson. Will mich nicht prügeln. Soll ich jetzt die Karre umfahren ins Ziel? Alter, hier stehen so Penner. Ich bin bei irgendwelchen so Pennern. Warte mal, ich komm mal zu dir, du müsstest ja hier irgendwo in der Nähe sein. Ja, Alter! Zurück, Tobi! Wie gemein! Ich hab keinen Hut! Ich hab gar nichts! Ich hatte mal einen Hut! Kann man denn in Autos an? Ja, in Autos kann die an. Ey? Was ist das für ein Schwachsinn, bitte? Alter, irgendwie ist da gerade der Megabug! Das ist der Uri Geller! Ja, wer kommt der da? Der Uri Geller! Warte, das warst du? Alter, das gibt's ja wohl nicht! Warte, ich schalte mal bei dir ein, Tobi. Oder steck du mal lieber bei mir ein. Ja, ich glaube auch, das ist, glaube ich. Aber warte, vorher muss ich noch... Alter, jetzt reicht's aber. Aua. Jetzt haut mich hier jeder aus dem Auto. Denkt wohl jeder, ihr könnt ihr das mit mir. Da bin ich wieder da auf. Chill. Sehr gut, Alter. Ey! Hä? Oh, danke. Die Elona schlägt vor oder fragt, ob wir uns vorstellen können, alle zusammen in einer WG zu leben. Das wäre was. Na, haben wir quasi Stille gemacht. Also wenn das Haus groß genug ist, könnte ich mir schon vorstellen. Sehr haben groß, wir in der Menschen gemacht, nee, das hat also sehr gut funktioniert, finde ich, mit so einem WG. Ja, aber stimmt, ich muss sagen, wenn du eine eigene Wohnung hast, nee, so ein Haus WG. Mit Alter, halt, ne? Jetzt reicht's aber. Man kann sich nicht zu zweit in ein Auto setzen. Man haut sich immer raus. Ja. Das Ding ist, ich weiß nicht mal, wo es ins Ziel geht. Ich werde von weiß nicht mal, wo was ist. Wo bist du überhaupt? Ich habe keine Ahnung, wo das Ziel sein weiß nicht. Soll. Wo bist du? Du warst doch gerade noch hier. Wo bist du denn? Ich wurde gerade vom Bullen angerufen. Hä? Alter, Hilfe! Was ist denn hier los? Alter, das Game ist übel. Hä, Alter, ich bin bei irgendwelchen... Nudisten. Ja. Wie immer wieder, weißt du?
kann sich nicht zurückhalten. Ja, was macht man jetzt? Der Feuerwehrmann. Wo gehen das jetzt hier hin? Hä? Tobi, du Idiot, das bin ich die ganze Zeit, Alter. Hast du gesehen, wie der Feuerwehrwagen über mein Auto gefahren ist? Also ich bin der Feuerwehrwagen. Ja, ich hier, weiß guck. Es doch. Guck, ja, jetzt hier ist rein. Geil. Den Krankenwagen bin ich mal. CSI, was? Was ist los mit dir, Tobi? Was für CSI? Keine Ahnung. Alter, das Spiel dreht gerade voll ab. Was ist, Alter! Das ist ein Mega-Bug. Was machen wir hier? Ich weiß es nicht. Boah, ey, da freue ich mich im Weihnachten. Auf dem Airfield. Weihnachten auch so. Auf dem Airfield bist du? Ja. Pass auf, da sind Sniper, ne? ATC und Balota und so. Yeah. Ah, ich vermisse Daisy schon ein bisschen so mit euch, Chaoten, muss ich ehrlich sagen. Ah, bald, vielleicht. Bald gibt's wahrscheinlich wieder, können wir ja mal sagen, ein kleines. Aber wir haben letztens eine Folge aufgenommen, ja. Und dann haben wir uns mit dem ganzen Server getroffen und dann waren wir zu viel am Airfield, Alter. Und haben Lagerfeuer gemacht. Dann ist einer durchgedreht. Ja, wie geil. Der Major ist durchgedreht. Ja, ja, und der Major ist so einer, den wir im Spiel, wie der Curry, den haben wir da kennengelernt und so. Der spielt halt mit uns immer Daisy und so. Und der Taros ist dann so in das Haus, in den Hangar gekommen, wo dann so 40 Leute drin standen und wurde dann einfach abgeknallt. Alter, Curry, was machst du mit denen da? Sex. Hä? Was denn? Mann, du Mist. Ja. Ich kann nicht mehr aussteigen, Tobi. Haben die Polizei? Ich kann nicht mehr aussteigen. Ich sitze tot in dem Krankenwagen. Nein, ich will mir das angucken. Geht weg, ihr scheiß Polen. Nein! Alter, was machst du? Ich bring mich selbst um. Ich kann nicht mehr aufstehen. Das ist so behindert. Ey, bringt euch mal um, bitte. Bringt euch einfach mal um. Was machen die da jetzt? Mir läuft Öl aus dem Kopf. Was ist denn bei euch los? Ich sitze in dem brennenden Krankenwagen, der ist umgekippt und der Tobi liegt neben mir mit seiner Haftbombe. Wir hauen uns alle gerade gegenseitig aus dem Auto raus und wieder rein. Ja, ich glaube, das war's mit der Folge. So. Alter. Guck mal, wie aggressiv die Cops sind. Wir sind tot und die kommen immer noch. Wie geil. Guck mal, Tobi, was machen die? Ich liege in Deckung, ich sehe es leider nicht. Die rennen die ganze Zeit um dich herum. Mann, da werde ich aggressiv. Ich wollte gerade schon Maus und Tastatur nehmen und das Bild drehen, ey. Geht schon langsam los. Was hat der Curry eigentlich für ein geiles Bild im TS, Alter? Ja. Das ist der Hubi, ne? Ja, ne? Leicht entstellt. Ja, minimal. Wer ist das denn? Hubi. Das ist der Hubi. Francis. Hubi bin ich. Dennis. Hubi, mach dir mal nach. Ja, weil so ein Cartoon vom Hubi. Nein. Kann der nicht, aber. Da kannst du es mal machen. Kann ich nicht. Das der Boogie Paul Panzer. Macht das ja, klingt ja selber auch nicht so. Nee, der macht das, ist seine Rolle. Ja. Die beste Szene war, wo der versucht hat, einen Poster aufzuhängen, ist dann nach hinten umgekippt auf sein Bett, Alter. Dennis das immer wieder erzählt. Das Beste ist, wo er die Diablo 3 Collector Edition. Ey, geil! Wir können Cops platt fahren, wir kriegen keine Cops. Und dann versucht er sich diesen USB-Stick in den Kopf zu stecken, das ist auch geil. Der ist so komisch. Also bei mir ist gerade Standbild bei euch. Ja, bei mir ist gerade ganz der Krankenwagen. Da kommt ein Auto jetzt, Sirene geht an, Sirene geht aus. Nicht ja. So spannend. Nee. Aber man kann ja so reden, Tobi, weißt du? Ja. Tobi, was war denn das schönste Erlebnis, was du bis jetzt in deiner YouTube-Karriere hattest? Außer, dass du mich natürlich, okay, wir kennen uns ja schon vorher, aber sonst? Das ist schwierig. Aber eigentlich ist es immer so, wie man Feedback halt auf seine Videos bekommt, ist eigentlich immer schön. Ja. Auch wenn es jetzt mal ein bisschen negativer ist, das ist ja nicht so schlimm, aber ja. Ansonsten eigentlich immer die ganzen Leute, die einen halt unterstützen, so, das ist schon beeindruckend. Bei dir, Benni? Ja, bei mir auch ähnlich, also das zusammen mit der Community irgendwie und mit euch natürlich ja, zu zocken. Ja, macht Spaß, ja. Wenn man nicht gerade voll verschnupft vorm Rechner hängt. Ja, beim Flo, ihr macht ja auch Let's Plays, ne? Auch das Gleiche, also deswegen macht man es ja, ne? Damit man mit den Leuten zusammen und so das irgendwie spielen kann. Und um euch zu demütigen natürlich, wenn es sich anbietet. Ach so. Weißt du, ne, Benni. Oh. Guck mal, der Benni ist der Einzige, der sich sogar richtig freut. Du ja, Lisa, sag du. Da hinten hebt, Tobi, da hinten fliegt gerade ein Auto hoch. Hä, was ist das denn, Alter? Das steht auf dem Boden, das hüpft nach oben. Boah. Und das war's. Genau. Ey, das Auto da hinten, Alter, was ist das denn? Könnt ihr nur auf meinem Kanal gerade sehen.
Also ich sehe nur, wie sich dein Auto langsam ein bisschen weiter vorbewegt. Ich bin am Verbrennen gerade. Alles Tobi? Eskaliert irgendwie. Komm, Tobi, hau raus. Nein. Du weißt ganz genau. Ich sag nur... Dein altes Speckohr. Ich wusste genau, dass du darüber nachdenkst, Alter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, machen wir hier ein kleines Päuschen, liebe Freunde, und sehen uns wieder in der nächsten Episode von Let's Play GTA Online. Bis dahin, tschö. Tschüss. Tschüss. Ja, und wieder ist eine neue Folge von GTA Online vergangen. Ja. Die Jungs lachen sich immer noch kaputt über diesen Zustand. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Alter,